Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Baldur's Gate 3 mit Paxis. Ich sehe gerade, Will hat keine Zauber mehr. Er hat noch drei, sie hat keine mehr, nur noch das heilende Gleisen. Und sie hat auch keine mehr. Aber wir haben halt noch volle Energie, da will ich nur ungern eine lange Rast machen, auch wenn wir genügend Lagervorräte haben, aber naja. Ich gehe erstmal so weit, es gibt ja immer die Option zu laden, falls wir dann doch einen Kampf nicht schaffen. Und hey, die letzten Kämpfe haben wir immer gut überstanden und gut gemeistert. Das zerstörte Dorf haben wir hier geklärt, wie es aussieht auf der Seite. Noch schnell eine Truhe. 100 Gold, nice. Achat, Schöpfkelle brauchen wir nicht. Stoffbär, okay, das scheint nichts Seltenes zu sein. Ich dachte, das wäre mal von irgendeinem Kind gewesen, dann nehmen wir das nicht mit, genau wie die Milchkanne. Der Sohn eines Hirten hütete am Ufer des Shiontar die Herde seines Vaters. Die Tage wurden lang, dem Knaben wurde langweilig. Um sich die Zeit zu vertreiben, rief er, Betrachter, Betrachter. Der Hirte kam gerannt, doch es gab keinen Betrachter. Der Knabe zeigte und lachte, doch der Hirte tadelt ihn. Schrei nicht Betrachter, wenn kein Betrachter hier ist. Versprochen, aber es ist die Wolfsfabel. Versprochen, sagte der Knabe. Doch der folgende Tag ebenso langweilig wie der vorherige. Betrachter, rief der Knabe und sein Vater eilte an seine Seite. Der Knabe lachte und lachte, doch der Hirte schüttelte nur stirnrunzelnd den Kopf. Drei Tage später sah der Knabe in der Ferne eine runde Gestalt treiben. Sie hatte ein riesiges Auge in der Mitte ihres Gesichts, einen Mund voller spitzer Zähne und dünne Tentakel aus dem Körper wachsen, an deren Spitze jeweils ein Auge saß. Betrachter, Betrachter, rief er, doch niemand kam. Der Betrachter begann auf ihn zuzuschweben und der Knabe machte eilig Kehrt und rannte so schnell er konnte am Flussufer entlang. Er rannte und rannte, bis er auf eine hohe Böschung gelangte und nicht mehr rennen konnte. Der Junge weinte und kauerte sich auf den Boden, den tödlichen Strahl des Betrachters erwartend. Stattdessen vernahm er eine vertraute Stimme, dreh dich um. Der Knabe wandte sich um, dort schwebte kein Betrachter, doch dort stand nur der Hirte in einem wollenden Umhang gehüllt. Ein riesiges Auge war auf die Vorderseite gemalt, darunter ein Mund mit spitzen Zähnen. Reben waren an den Umhang genäht. Du hast mir Angst gemacht, schluchzte der Knabe. Dann sind wir quitt, sagte sein Vater und trocknete des Knaben Tränen. Der Knabe rief nie wieder Betrachter. Ah, schöne Fabel, noch ein bisschen besser als die vom Hirten und dem Wolf, aber das ist natürlich dem nachempfunden. Ist das was wert? Ich glaube nicht. Pfahl. Oder hätten wir wohl Sachen zum Einschuss bringen können, wenn wir das kaputt gemacht hätten? Na gut. Zu wenig wert. Ah, how sweet. I used to sneak out to play this with the lower city kids. Schubkarre, hier können wir oben drauf, aber wahrscheinlich ist auf dem Dach wieder nichts. Ich will nur kurz schauen, ob jetzt noch irgendwas oben drauf liegt, aber nope. So, hier lang brauchen wir noch nicht gehen. Ich will logischerweise erstmal das komplette Dorf durchlooten. Warnung an die Schwertküste. Leute der Schwertküste, seht euch um, was seht ihr? Eine Ansammlung gottesfürchtiger Menschen, Elfen und Zwerge oder ein höllisches Tempel dieses göttlichen Ideals? Tieflinge, die ihre teuflische Herkunft offen zur Schau stellen, wandeln unter uns, als würden sie ihre Existenz und Treue nicht den Fürsten im Unterreich schulden. Diese von den Höllen berührten Wesen haben unsere Städte infiltriert, unsere Organisationen, selbst unsere Familien. Sie können noch so oft behaupten, sie seien gut. Würdet ihr denn dem Tiger Glauben schenken, der euch mit Speicheltropfen den Zähnen anstarrt, während er sagt, er esse nichts als Gemüse? Nein, wir können ihre wahre Natur sehen, klar und deutlich. Aber sie sind nicht das einzige Böse, das unsere Welt infiltriert. Überall ums herum sehe ich Drow, Dürger und andere Kreaturen aus dem Unterreich, die danach trachten, akzeptiert zu werden. Aber warum solltet ihr sie akzeptieren, wenn ihre Brüder unsere ländlichen Gegenden heimsuchen und unsere Kinder rauben? Natürlich sage ich nicht, man solle sie verstoßen. Natürlich sage ich nicht, man solle diese Delinquenten zurück in die Unterwelt schicken und die Tieflinge zurück in die Höllen treiben, aus denen sie hervorgekrochen sind. Aber hütet euch vor diesen Leuten, meine Freunde. Seid misstrauisch, wenn ihr sie seht und besonders, wenn ihr sie nicht seht. Okay, schöner rassistischer Text. Aber dass Rassismus gegenüber den Tieflingen herrscht, das wusste ich schon.
Die unmöglich aber wahren Abenteuer des Tenebrux Morgig, Band 1. Ein Auszug aus die Blablabla, einem Schund- und Fortsetzungsroman, der die tatsächlichen Erlebnisse des Kapitäns eines interplanaren Schiffs erzählt. Kapitän Morgig hat in Wahrheit ihre Heimatstadt Tiefwasser nie verlassen. Aus ihren Zimmern im gähnenden Portal kommt sie nur, um niedergekritzelte Manuskripte gegen Essen und neue Tinte einzutauschen. Nachdem sein roter Drache also Geschichte war, hatte der Ritter keine andere Wahl, als auf mein Schiff zu springen. Er landete krachend auf dem Deck der jungen Braut, während sein Reittier von der unheilvollen Dunkelheit der Gezeiten der Astralebene verschluckt wurde. Der treue Nurs stürzte sich augenblicklich auf ihn und bearbeitete ihn mit Krallen und Zähnen. Vergebens. Astralprojektion vereitelt selbst den Zorn eines Tabaxi-Schiffsjungen und der heimtückische Gizianti lachte nur, während Nurls formlose Angriffe harmlos durch ihn hindurchglitten. Das silberne Schwert des Ritters sauste hernieder, verfehlte Nurls aber ganz gänzlich, durchtrennte jedoch glatt das spirituelle Tau, mit dem die tapfere Seele des Tabaxi an die Ebene gebunden war. Ich trauerte um meinen treuen, ketzischen Kameraden, dessen Existenz verblasste, doch ich zögerte nicht. Der Gedjanki quittierte meinen Angriff nur mit einem verächtlichen Grinsen, glaubte er doch, auch ich sei an die Gesetze dieser Ebene gebunden. Doch da hatte er die Rechnung ohne Kapitänin Tenebrux Morgig gemacht. Anders als der arme Norris hatte ich diese Ebene in meiner tatsächlichen Gestalt betreten, eine Tatsache, die ich sogleich demonstrierte, indem ich dem Krieger einen ordentlichen Tritt zwischen die Beine verpasste. Er stürzte über die Reling der jungen Braut und hinab in den Nebel, während aus der toten Zitadelle von Tunarat in der Ferne schon eine frische Horde von Drachen aufstieg. Okay. Na, wir müssen nicht jedes Mal gucken, was die wert sind. Die scheinen immer 14 wert zu sein. Also ich glaube, wenn es ein besonderes Buch ist, bekommen wir das schon mit. So, okay. Irgendwo hier in der... Apart from an overgrowth of moss, the well looks unremarkable. Nachforschungen in den Brunnen spielen. Das sollte mit jemand anderes machen. Eine Münze in den Brunnen werfen. Weggehen. Wer ist am besten in Nachforschungen? Das kann man sich immer nicht merken, wer wo am besten ist. Plus 3. Plus minus 1. Nachforschungen plus 5. Okay. Elminster ist nicht around, so it might as well. The well stands, as it has for ages. Und den Brunnen spähen. Toll! Dry stones line the wall, but the darkness below is impenetrable. Kann ich jetzt das gleiche nochmal mit Karlach machen? Well stands, as it has for ages. Na gut. Dry stones line the wall. At the bottom, something gleams in the dappled light. Am Eimerseil herunterklettern. Best not touch those webs or I'll end up as a meal. Krass, kommen wir jetzt direkt in den nächsten Dungeon oder wie? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich hätte jetzt einfach nur irgendwas hochgeholt und es geht oben weiter, aber nein. Flüsternde Tiefen. Okay, wir speichern mal. Wahrscheinlich wäre es besser, eine lange Rast zu machen. Um hier mit Zaubern weiterzugehen. Aber ihr kennt mich. Breit gebaut, braun gebrannt. 100.000 Millionen Kilo Handelbank. Ich werde erstmal versuchen, ob es so funktioniert. Weil ich noch voll Energie habe. Es wird wahrscheinlich ziemlich dumm sein. Brunneneimer. Kurzschwert. Nietenbesetzter Schild. Kokon aus Spinnenseite. Ah, da. Da dürfen wir nicht ran, weil die sonst runterfallen. Dann stehen die auf, oder? Klebriger Sack aus fester Spinnseide bewegt sich sachte. Offenbar regt sich drinnen etwas. Oder es kommen dann viele kleine Spinnen raus. Das kann auch sein. Was machen wir denn da? Also, aber vielleicht ist es sogar gut, wenn wir die abschießen, weil das werden nicht so viele sein. Und die dann platt machen, nicht, dass wir tiefer reingehen. Und dann fallen die alle runter und plötzlich sind es 100 Spinnen oder so. Von daher, passt mal auf, das machen wir mal. Wir haben ja eh gerade gespeichert. Karlach steht schon. Nee, Karlach ist gar nicht Karlach. Durch die Hörner verwechsel ich Will jetzt manchmal mit Karlach, auch weil die so eine ähnliche Rüstung haben. Karlach geht mal vor. Dann stellt sich Schattenherz dazu. Gale geht weiter nach hinten. Genau wie Will. Und der schießt das Ding mal runter.
Schlichte Stiefel. Es ist gar nichts passiert. Vielleicht ist es sogar gut, die einfach kaputt zu schießen, wie es aussieht. Tierkadaver zählt als stehlen? Von wem stehlen wir denn hier? Easy enough. Ach, das war eine Falle. Okay, dann wäre das runtergefallen, aber wir haben es vorher kaputt geschossen. Sehr interessant. Uh-oh. What is it they say about curiosity? Naja, ist vielleicht nicht die beste Idee, hier rein zu marschieren. Ich habe dich schon verstanden, Will, aber wir machen es trotzdem. Und ich werde mit unserer Kämpferin vorangehen. Kokon, Spinnenseite, alter Rucksack. Ischorhaltige Eier. Brennend. Will, schieß er mal bitte drauf. Heading out. Na, schaut es mal an. Macht er nicht. Okay, dann schieß einfach nur drauf. Aber bitte geht mal alle ein Stück weiter weg. Nicht, dass da wieder irgendwas passiert. Okay. Oh oh. Da habe ich jemanden herlaufen sehen. Wer ist das? Phasenspinne, Stufe 3. Und hier sind noch mehr. Deutlich mehr. Aber zurzeit sind nur zwei, die uns angreifen möchten. Aber ich denke fast, es ist besser, wenn wir warten, bis die herkommen. Ether Cup. Ist das Ether Cup? Ja. Ach, das ist noch ein dritter Gegner. Phasenspinne, Ether Cup, Stufe 3. Monstrosität, Ether Cup, Stärke, Geschicklichkeit, Befallen. Schaden pro Zug. Voller kleiner Spinn. Voller kleiner Spinn. Das wabbelt da so unter seinem Körper rum. Okay. Die 1 bis 4 Stichschaden und Giftschaden pro Zug bewirken. Bei einem Nahkampftreffer breitet sich der Befall auf den Angreifer aus. Bei Tod breitet sich der Befall auf alle Kreaturen in der Nähe aus. Kann mit Feuer oder Säure beseitigt werden. Fügt Atterköppen und Spinnen keinen Schaden zu. Das heißt, hier müssen wir fernbleiben und mit Feuer drauf Action machen. Verängstigen. Nicht genügend Bewegungsrate, aber ja, mit ihm gehen wir trotzdem näher ran. Wenn er stirbt, ist das nicht schlimm. Okay. Brauchen auf jeden Fall Feuer und ich habe kein Feuer mehr. Wir können eigentlich nicht in den Nahkampf gehen, weil wir haben ja gerade gelesen, was dann passiert. Unangenehm, unangenehm. Haben wir noch was wir werfen können? Schriftrolle Knochenkälte. Verhindere bis zum nächsten Zug, dass das Ziel sich heilt. Okay. Schriftrolle Spinnennetz. Das hat er auch gerade gemacht. Verschwommen. Oh, Ölflasche. Bis zur langen Rast. Ich glaube, das werfe ich mal. Ist mir egal, ob dieser kleine Mann da getroffen wird. Der kommt ja eh immer wieder. Ja. Wirft sie das jetzt, oder? Sie sollte die Ölflasche werfen, nicht ins Inventar zurücknehmen. Werfen. Ölflasche. Good idea, Karak. Kritischer Fehlschlag. Hauptsache es brennt, dann können wir nämlich mit dem nächsten... darauf schießen. Mit Feuer. Hat Will irgendwas mit Feuer? Er hat diese flammenden Hände. Hat leider keinen Feuerfall mehr. Wir müssen den aber verbrennen. Wir müssen den verbrennen. Wie weit gehen die Feuerhände? Wir müssen näher ran. So. Befallen. Sehr gut. Sehr gut. Befallen entfernt. Jetzt können wir auch in den Nahkampf gehen. Ah, jetzt krabbelt da nichts mehr unter ihm. Ah, ein bisschen eklig war das schon, oder? Und jetzt können wir uns wieder zurückziehen, weil es ja ein Fernkämpfer ist. Und ich glaube, bevor wir hier weiter durch die Höhle gehen, müssen wir da eine lange Rast machen. Wir brauchen unsere Zauber. Wir brauchen mehr Feuer. Sie kann jetzt auch näher ran. Achso, sie hat eh keine... So, ich glaube nicht, dass
Moment, wir können Tiers Schutz einsetzen. Der ist aber doch sowieso noch da, oder? Schutzschild des Glaubens. Ja, dann machen wir gar nichts. Sind die auch befallen? Ich hoffe doch mal nicht. Oh, da oben ist noch jemand. Ah, wir hätten es eher einsetzen müssen. Und gut zu wissen, jetzt brauchen wir quasi Gegengift. So. Hä? Ich sehe nichts. Oh, noch so einer. Na, wahrscheinlich müssen wir den Kampf nochmal machen und dann mit langer Rast reinstarten. Das wird so wahrscheinlich nichts. Giftet. Erleidet einen Nachteil bei Angriffswürfen und Attributswürfen. Ah, das ist dieses normale Gift. Das ist okay. Wo ist denn der andere Typ, der befallen ist? Der ist noch weit weg. Ja, okay. Dann die sind hier oben. Das ist auch okay. Spinnennetz. Ah, das Spinnennetz kann, glaube ich, brennen. Der brennt sowieso schon. Muss ich überlegen. Ich überlege gerade, am besten ist das hier erstmal abzufackeln. Spinnennetz. Sind die da schon drauf? Ich glaube. Kann ich den hier treffen? Ja, 100%. Haben Fallschaden genommen. Ich dachte eigentlich, die fangen an zu brennen. Da habe ich mich wohl geirrt. Schade. So, dann zieht er sich mal zurück. Würde ich sagen, damit er nicht weiter Ziel von Angriffen wird. Er kann dann ja wieder hinlaufen. Okay. Und eigentlich können wir auch schon einen Heiltrank nehmen. Wir haben nicht mehr so viele Heiltränke. Aber wenn wir den Kampf nochmal machen müssen, dann ist es halt so. Ich versuche es jetzt erstmal so. Bisher haben wir es auch meistens geschafft. Na, Schattenherz. Was ist das? Schlichtes Gift. Achso. Könnten wir natürlich drüber springen, aber nicht genügend Bewegungspunkte. Also es kann eh nicht weitergehen. Jetzt könnten wir auch hier stehen bleiben und lassen die lieber herkommen. Ich glaube, dann nehmen wir unseren Feuerpfeil. Oder nehmen wir die Schriftrolle Hexerpfeil. Wie viel hat er noch? 33? Verbinde dich über einen Blitzschlag mit einem Ziel, bewirkt zusätzlich 1 bis 12 Blitzschaden pro Zug, indem du ihn aktivierst. Ja, ich mach das jetzt mal. Es ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn der Typ hier einfach tot ist, oder? Ich wollte den Hexerpfeil schon immer mal ausprobieren. 60%, egal. Hat getroffen. Konzentration Hexenpfeil. Okay. Jetzt bleiben wir da stehen. Er brennt leider, das tut mir sehr leid. Wir nehmen Verängstigen. Eigentlich wäre es cooler, wenn wir einen von denen da hinten verängstigen. Die sind nicht befallen, oder? Die Spinnennetz. Ich will nicht das Spinnennetz, ich will die. Nein, die sind nicht befallen. Sehr gut. Giftresistenz ist klar. Kommen wir mit Verängstigen dahin? 40%. Danach ist auch der dran, wenn ich das richtig sehe. Ich mach's auf ihn. Dann ziehen wir uns hier zurück, damit wir nicht mehr brennen. Oder lassen uns halt fast umbringen, macht auch nichts. Sehr schön. Hä, wieso sollten jetzt dieses Feuer hier? Aue. Kalach. Waffenverzauberung. Hexerpfeil und brennend. 18 von 42. Die hat noch Tatendrang. Wer kommt dann als nächstes dran? Will ist an der Reihe. Und er steht direkt da. Also es wäre eigentlich geil, wenn die tot ist. Wenn der tot ist, damit Will in Ruhe da aus der Ferne angreifen kann. 6 bis 16. Also kann nicht sterben mit einer Aktion. Dann nehmen wir wohl mal Tatendrang. Es wird schade um den Hexerpfeil, aber egal.
Kritischer Fehlschlag. Oh nein. Das ist natürlich bitter, kritischer Fehlschlag. Aber da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ich könnte noch einen Trank nehmen. Gegengift. Ah, sie hat Gegengift, aber sie ist nicht vergiftet. Ich glaube, das war's. Mehr können wir nicht machen. 80%. Trotzdem würden wir mit 80% treffen. Auch wenn das Ziel zu nah ist. Der ist aber schon durch. Und ich will eigentlich wissen, was passiert, wenn sie wieder dran ist und der Hexer, dieser Blitz halt noch auf ihn wirkt. Deswegen glaube ich, greife ich dann doch jemanden anderes an. Den Fall der Säure heben wir auf, weil mit Säure können wir auch neutralisieren, dass der befallen ist. Also nehmen wir lieber den Pfeil des Blitzes. Damit treffen wir doch bestimmt beide, genau. Ziel außerhalb normaler Reichweite 75. 75. Wie provoziert Gelegenheitsangriff? Müssen wir dafür weggehen? Ja, er geht dann ein Stück weiter. Ach, das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Riskiere ich es trotzdem? Ich meine, der Typ ist sowieso fast tot. Ich glaube, ich riskiere es trotzdem. Ich brauche jetzt diesen Schuss auf die beiden hier. Ah, es hat auch so funktioniert. Da ist er gar nicht gelaufen. Na also, es geht doch. Energie könnte weniger sein, aber es ist okay. Weggehen können wir jetzt hier nicht. Können noch Schwung machen auf ihn hier. Aber der müsste denn ja eh tot sein, wenn... Wenn der Hexerpfeil... wenn der... Oh mein Gott, dieser komische Hexenblitz, wie auch immer das hieß. Wenn der greift, müsste das ja eh reichen. Hoffentlich machen die jetzt nichts Schlimmes. Okay. Ach was, die können sich teleportieren. Aber wir können dann wieder... Die da runterschießen. Ja, geht mal alle. Seid mal dumm und geht beide darauf, damit ich euch beide wieder runterschießen kann. So. Der ist jetzt hier. Aber den müssen, dürfen wir nicht in den Nahkampf. Wir müssen den vorher mit irgendwas treffen. Jetzt ist Gale dran. Gale wird natürlich die beiden wieder hier runterschießen mit dem Flammenpfeil. Danke, dass ihr da drauf seid. Oder Feuerpfeil. Zack, liegend, beide liegend, perfekt, perfekt, liegen auch noch im Feuer und Will kann noch springen, das heißt, er muss da nicht über das Feuer laufen. Spring mal hier hin, oder spring, ne, ich spring hier hin. So. Energie hat er genug, das heißt, wir machen nichts. So, ach so, und jetzt können wir nochmal einfach den Hexenpfeil verwenden und es kostet keinen extra Zauber. Das ist der Effekt davon. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, so ähnlich habe ich es mir vorgestellt, aber ich war mir nicht sicher. Nice, tot. Sie kann noch heilen und göttliches Gespür, das bringt uns aber nichts. Sie kann auch hier rausspringen, das wollen wir auch mal machen. So. Hier ist schlichtes Gift. Kallach. Was machen wir denn mit Kallach? Was machen wir denn mit ihr? Höhle der Verkleinerung, Gegengift, Trank der Geschwindigkeit, Wyverngift. Da möchte ich eigentlich nicht hingehen, wenn ich ehrlich bin. Da laufe ich ja durch Feuer. Unangenehm, unangenehm. Wir könnten natürlich hinspringen. Dann laufen wir nicht durch, aber wir springen dann trotzdem ins Feuer rein. Aber wir haben so viel Energie. Ich glaube, wir machen hier aber erstmal einen Cut. Wir haben so viel Energie. Und können uns dann auch noch über Klingenband schützen. Die machen doch bestimmt irgendwas in die Richtung als Schaden. Ich weiß nicht, was die machen, aber Stichangriff oder sowas. Ich überlege, aber ja, ich glaube, wir springen da hin und greifen die dann an. Das ist eine Bonusaktion. Und das hier ist eine Aktion, okay. Ich will die eigentlich in den Nahkampf reinhaben. Das ist doch Kallach. Ist das Kallach, mit der ich hier steuere? Ja.
Feuer, egal. Angreifen können wir eh nicht mehr. Ach doch, wir können doch angreifen. Haupthandangriff. Oder machen wir lieber das? Ich glaube, wir machen lieber Klingenbann als Schutz. Wobei, eine von beiden bekommen wir kaputt, sehr wahrscheinlich. 6 bis 16 Schaden, die bekommen wir wahrscheinlich kaputt. Ist das wahrscheinlich besser? Sehr gut. Ja, wir machen jetzt hier einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Bleibt cool, tschüss.